Willkommen zurück zu Days Gone. Ich bin euer Firobo und ja, wir haben hier gerade die Horde vor unserer Nase und da ein komischer Zombie, der uns beobachtet, uns hoffentlich nicht sieht. Weil könnte problematisch für uns sein. Jetzt machen wir uns natürlich so und schalten ihn geräuschlos aus. Haben wir hier vielleicht noch ein bisschen Loot? Ich brauche Loot. Ich kann ein Molly herstellen. Nice. Das ist nicht gerade viel. Ich kann auch nichts looten mehr. So, und hier läuft die Horde. Die wir noch nicht erledigt haben, by the way. Die jetzt irgendwie sogar noch gefühlt vollzählig ist wieder. Ist doch die Sache, du weißt nie, was ist hier. Ich könnte sie eigentlich ins Lager locken und mit dem ganzen Explosionszeug erledigen. Zumindest versuchen wir. Hey! Nein, folgt mir nochmal! Na los! Na? Wo seid ihr? Kommt ihr auch noch? So. Scheint will die heute nichts mehr wissen. Oh, pff. Ich bin auf einem gelandet. Alles raus, ne? Na komm her! Follow me! Na los! Noch nicht umsonst so viel Heckmeck. Reparieren. Oh, hier sind Menschen. Zack. Das sollte reichen. Aber keine. Schnell speichern, das ist mal eine gute Idee. Freaks und Plünderer, nur zu. Tötet euch gegenseitig. Achso. Das finde ich allerdings gut. Ja, nicht schlecht. Gute Ablenkungschance, um Zombies zu töten. Ja. Okay, ist das hier der Flaschenspawn? Die schwebenden Flaschen. Am besten so viel Loot wie möglich mitnehmen, ne? Aber warum sollen wir nochmal hier hinkommen? Das war mir jetzt nicht so ganz klar. Ich glaube, hier ging es lang, ne? Ja. Ist echt nur einer? Oh
Okay. Dann verteidige die Stadt nicht. Ist der Typ kaputt? Hallo, ich habe gerade auf das Messer gewechselt. Okay, ist einfach... Gott. Ist einfach Gott. Okay, können wir jetzt noch einen Flashback? Hey, ich bin's. Bosa sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, wozu das gut sein soll und vielleicht hat er recht, ich weiß nicht. Neulich hat's ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Ripper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse aus. Ich hab so eine... Wie heißt das? Mobile medizinische Einheit aufgebrochen und ihm sterile Verbände besorgt. Und ich hoffe, dass es reicht, weißt du. Aber Busa, naja, er sagt, alles ist gut, aber ich glaub das nicht. Die Wunde sieht echt scheiße aus. Weißt du, das Ding ist, es war meine Schuld. Ich hab sein Leben riskiert. Für ein Ersatzteil. Ein Teil für ein Bike. Es war nicht mal wichtig. Copeland, der Penner, hat das Bike ohnehin zerlegt. Ich habe ein Jahr an dem Bike gebastelt. Das hätte dir gefallen. Es ist nicht so schön wie das, auf dem du fahren gelernt hast, aber für mich war es okay. Weißt du noch, dieser Tank, den du für mich lackiert hast? Tja, das war das letzte Teil von meinem alten Bike. Und jetzt ist er auch weg. Sobald es wieder läuft, also mein Bike meine ich, und es Rosa besser geht, fahren wir nach Norden, in Neustadt. Hier sind all diese Erinnerungen, zu viele Erinnerungen. Ich glaube, ich will sagen, dass ich vielleicht nicht mehr komme, weißt du. Hey, ich bin's. Bosa sagt, ich sollte nicht mehr herkommen. Er fragt, warum kommt ihr direkt jetzt nochmal? Vielleicht hat er recht, ich weiß nicht. Neulich hat's ihn ziemlich übel erwischt. Wir trafen auf ein paar Ripper, die ihm den Arm verbrannt haben. Sieht echt böse. Vor allen Dingen einfach... Er erzählt dann einfach doppelt. Warum? Und dazu dann halt auch noch... Warum hat er es nicht erzählt? Warum hat er es nicht erzählt, als wir das erste Mal hier waren? Oh, der Typ scheint der Sekt zu sein, oder was? Da war er das hier in Wirklichkeit. Du brauchst das nicht mehr. Mal sehen. Ja, hier wäre ich so die perfekte Position eigentlich, um die scheiß Viecher zu killen. Ausgerüstet. Cool. Hornkiller und wir haben angehört. Sehr schön. Brauche ich natürlich noch neue Munition. Darf ich auf jeden Fall noch hinfahren und mir die ganze
Radatsche. Oh, tut mir das weh? Ja, es tut mir weh. Damit. Ja, aber dazu halt zur Winde sollten wir eigentlich noch querstellen können. Da gab es eigentlich keine Probleme mit. Wenn ich jetzt da hingucke, gibt es auch kaum was zu sammeln, ne? Das muss ich mal sagen. Das ist echt kacke. Dass es hier so wenig Zeug gibt. Mal hier oben drauf. Ein Lappen, hey. Ich bräuchte zwar Kerosin ganz viel und alles. Oh, hier ist noch ein bisschen was. Eine Pflanze. Ein bisschen als gar nichts, würde ich mal sagen, ne? Das hier. Ich kann mir irgendwie Schrott sammeln oder so. Ah, Munition wäre auch ganz nett. Was haben wir hier? Munition? Munition. Ha. Eine Kiste. Wieder Munition. Sehr schön, sehr schön. So, was haben wir da noch? Eine Axt. Okay. So, unser Motorrad. Dort schnappen wir uns. What the fuck? Ah, wir haben die Gegend sicherer gemacht. Hoffe ich mal. Verfickte Orte gekillt. Ja, das heißt, hier von da aus wäre ich die beste Position gewesen, wo ich eigentlich wirklich ganz das gedacht habe, oder ja gesagt, geglaubt habe, dass man die am besten dahin lockt. Irgendwie sagte das Spiel, nö. Weil darum komme ich nicht ran. Gut. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern? So. Können wir uns hier noch ein bisschen Zeug holen? Ist doch weiter auseinander als gedacht. Ganz nichts hier. Aber sie bringen uns halt im Level voran. Und das ist mehr als wichtig. Ach, vor allem, ich will ja halt. Kann ich die X auf der Karte sehen? Nö. Natürlich nicht. Soll ich nicht da unten noch irgendwo einer sein, wo ich den einen aus Versehen platt gemacht habe, den Zombie? Naja, egal. So, auf zum Motorrad und dann noch einfach auch schnell reisen. Zum Camp. Würde ich jetzt sagen. Ah, Horde ausgelöscht. Ist doch schön. Gut, dann mal auf zum Camper. Da haben wir noch was. Ne, hier haben wir nichts mehr. Schnellreise, jawohl. Eigentlich müsste die echt wollen, beziehungsweise eigentlich müsste sie ja eigentlich sagen, wenn wir irgendwas haben wollen, so, jo, hier, nimm es ruhig. Du hast uns so geholfen, weil, ich meine, wir haben dann Camp Stufe 3 oder was das höchste ist. Und dann so fällt es ja deutscher Dates auch zu liegen. Deswegen. Da frage ich mich dann jetzt mal so, ja, ich bin ein Lüfter. Denke ich mir einfach so, jo, da musst du eigentlich viel machen als die Leute, die hier sind, ne? Wie ist die Außenwelt, Bruder? Ja. Na, Sir, wie geht's dir? Hey, kann die Anwalt an mich aufgehen. Warum arbeitest du nicht? Bewegung. Ey, Schluss damit! Los. Hallo? Ah. Hallo? Ich kann aber nichts machen, ne? Außer also sagen, Schluss damit! Zack. Ein bisschen Money, ein bisschen ne, Zeugs. So, hallo du. Wie laufen die Geschäfte, Sammy? Nachdenken. So, hast du noch was für mich? Was möchtest du? Kein Job verfügbar. Ist da oben irgendwas so leicht für mich? Ich glaube eher nicht, oder? Das sieht aber alles auch so aus, hier so ein bisschen als. Weil die man am Ende hier auch richtig dick fighten.
wollte ich jetzt so vermuten. So, dann gucken wir doch mal hier. Waffen, neue Waffen können wir kaufen. Verschlagskraft, okay. Fährrad ist noch höher. Ja, 3000. Ah, dann kaufen wir uns mal hier die Waffe. Wieder? Schönes Stück. Danke. Das Ding, ja, die ist besser. Wie viel? Eine vernünftige Schrotflinte vielleicht noch. Oder hier so eine Schrotflinte. Die will ich auf jeden Fall haben, aber ich brauche 25.000 Punkte und ich habe noch keine 500. Uff, Präzision nicht hoch, Schaden hoch. Na komm. Ist gut. Dann kommen uns die auch noch. Komm. Die gibt dir da draußen Sicherheit. Zack, die hab ich doch gekauft schon. Hab ich das Gewehr nicht gekauft gehabt? Kraft, guter Schuss. Die wird dir gefallen. Vorräte, Munition, ist alles. Spezialschalldämpfer, okay. Ja, ich kann das verbessern. Medikits können wir noch kaufen. Schrank. So, ich hätte gern die ausgerüstet. Die ist auch cool, aber die hat Dreierstufe. Handfeuerwaffe, ja, bleiben wir bei der erstmal. Und bei der Spezialwaffe können wir die nehmen, ja. Bleiben wir bei der. Komm vorbei, wenn du noch was brauchst. Weil dann können wir mich da noch einen Schalldämpfer drauf machen, wenn ich das richtig gesehen habe. Jawohl. Bei hier können wir auch noch einen Schalldämpfer machen. Jawohl. Brauchst du noch was? Sind wir Silent Boy. Geil, haben wir neue Waffen. Endlich was Vernünftiges. Wuhu. So, dann würde ich sagen, ich würde gerne den Nero aus dem Posten nämlich noch machen gerne. Kann ich eine Schnellreise hinmachen, ja. Weil das Ding war nämlich einfach auch total dämlich zu holen. Da bin ich einfach nur dumm gewesen. Beziehungsweise blind. Scheinbar. Dann haben wir den nämlich auch, haben wir es auch. Und dann sollten wir eigentlich mit der Region soweit fertig sein, abgesehen von Horden etc. So, wo bin ich? Ich würde gerne hier hin. So, da soll ich hin. Okay, zu so einem kleinen Lager schon bei abseits. Oh, warte, gab es nicht hier im Lager noch einen Weg? Taka, Taka, gegen St. John an, gegen St. John an Ada Taka. Hast du sie gefunden? Ja, Taka, das hab ich. Und, sie ist auf dem Rückweg. Moment. Sie ist weg? Allein? Naja, sie hat sich eins der Bikes genommen und sagte, sie findet allein zu euch zurück. Sie wollte meine Hilfe nicht. Ach, ja. Scheiße, Deke. Du hättest sie herbringen müssen. Wieso, Tak? Wieso? Stimmt was nicht? Gibt's einen Grund, warum sie nicht zurückkommen sollte? Nein, natürlich nicht. Es ist nur... Wie viele Drifter waren da gerade? Und es gibt doch so viele mehr. Ein Mädchen wie Rose. Hab doch keine Ahnung, was da draußen lauert. Ich weiß nicht, vielleicht doch. St. John Ende. Ja. Wenn die lieber tot wäre, ne? Deacon St. John, hier ist Ada Taka. Ich soll dir von Elkai sagen, dass das Camp dankbar ist für die Sachen, die du beschaffst. Wir können jede Hilfe gebrauchen. What the fuck, was hält denn dieser Wolf aus? Holy shit. Oh, schon sind sie da. Nicht mehr ganz so geil. Alles verwenden. Und was haben wir mit? Und da ist die olle Kiste. Mit dem Scheiß-Injektor. Ein Nero-Injektor. Mal sehen, ob der noch geht. Den hab ich nicht gesehen. Tja. Ausdauer. Ich hab gehört, das wäre am wichtigsten. Viel stärker. Wie sieht das eigentlich
aus jetzt inzwischen mit unserer Ausdauer. Auch fast komplett ausgebaut. Wir haben noch einen Fähigkeitspunkt, stimmt ja. Harte Schläge, den Schaden mit dem unterhergestellten gefundenen Nahkampfwaffen. Fusost. Den habe ich noch nicht geskillt. Ist ja unglaublich. Da habe ich noch ein anderes Ziel gehabt. So, was haben wir hier? Teufelskreis. Reduziert die Abklingzeit von Konzentration. Das ist eigentlich ganz gut. In Konzentration können Feuer, Fernwaffen, schwächere genau falten. Ne? Und das ist eigentlich auch ganz gut. Die Abklingzeit verringern. So, und hier Fähigkeit beim Lernen, doppelt so viele Pflanzen zu erlangen. Hey, die Reichweite von Überleben. Den haben wir schon. Was haben wir hier noch? Was da so ein Bonus so. Machen wir das mit den Pflanzen mal. Komm. Dann müssen wir das eigentlich auch jetzt freigeschaltet haben. Wird die Menge an Fleisch, die du von Tieren gewinnst. Oh, gut. Abkürzung von Ausdauerwiederherstellung. Hebt die Überlebenssicht Gegner hervor. Oh, das hätte ich auch gerne. Dass ich Gegner sehen kann. Muss ich gestehen. Ist das eine Pflanze, die ich mitnehmen kann? Ah ja. Oh, gut. Weil Pflanzen waren ja auch Punktebringer. Zwar nicht so extrem viel, aber hey. Passt. Wenn es diesen Weg geht, gibt. Wahrscheinlich, wenn du wahrscheinlich, wenn du die hinreißen kannst. Wenn du so wie ich zu blöd warst, um die Scheißkiste zu sehen. Oder beziehungsweise zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es da um Kisten geht. Ah. Gut, gut, gut. Na gut, wir können natürlich noch ganz viele Pflanzen sammeln. Das sollte ich nicht machen. Irgendwo runterfahren mit dem Bike. Das wäre, glaube ich, nicht ganz so gesund. Ah, guck mal hier, das Camp zum Beispiel ist jetzt halt befreit. Ne? Ist kein Schwanz da. Weil im anderen Camp sind so Leute drin. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Gut, wir haben hier alle Nero-Checkpoints jetzt gemacht, ne? Punkte, Infizierung haben wir gemacht, Hinterhalt-Camps haben wir gemacht, Camp-Jobs müssen wir noch machen, Horde müssen wir machen, nähere Informationen finden, Hinweistafeln, Charaktersammelobjekte, Toastensammelobjekte haben wir, uns Unentdecktes und Kräuterkunde haben wir 6 von 5. Da haben wir auch das Unentdeckte noch. Keine Sache haben wir unentdeckt, was immer das auch ist. Gut, dann könnten wir eigentlich auch zum Camp Schnellreise machen. Würde ich jetzt sagen. Da wir das erledigt haben. So. Gut. Kleines Standbild. Aha. Mach das Tor auf! Ist okay. Aufmachen. Echt, machen wir mal auf hier. Na, du. Hey, Mann. Wie geht's dir, Manny? Dann haben wir alles. Hier brauchen wir noch Stufe 3. Bringen wir mal irgendeinen Unterschied? Alternative Reifen 1. Standardreifen. Ich hätte es einfach nur wirklich eine Alternative. Optik. Haben wir alles. Haben wir. Lackierungen. Standardlackierung. Matte Basis für 10. Okay. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Danke. So, wo sind denn hier unsere. Hä? Okay. Kann ich nochmal krassen. Ja. Immer braucht man Sprit. Die krassen Lackierungen rausholen. Ich kann irgendwie blind. Hab ich denn jetzt. Hä? Bin ich blöd?
Anscheinend bin ich echt blind oder blöd oder sonst sowas. Ist das nicht sehr? Ah, da ist noch Vorräte für mich. Wow. Auch nichts Besonderes. Wir haben uns unser Schrank inzwischen gefüllt. Ja, okay, mach's gut, Damon. Kein Job verfügbar. Schade. Okay, da hinten müssen wir hin. Warum kann ich mich auch nie bei ihm oder so? Hey, hier wird wenigstens noch gekocht. Hey, Jazzy. Zack. Wie läuft's denn so? Geben wir den auch noch ein bisschen was. Gut, dann müssen wir sonst nächste Folge wieder machen. Heute ein bisschen kürzer, weil die anderen Folgen immer so schön lang waren jetzt. Also, haut rein. Ciao, ciao. Fire, I've heard all your lies, but this time around.